Und das war der Ankündigungstrailer von dem North America Animal Pack. Wir schauen da natürlich nochmal ein wenig gemeinsam drüber und schauen uns das ein wenig genauer an. Hier ist übrigens das erste neue Tier schon. Das ist ein Elch. Aber wir gehen jetzt erstmal darauf ein. Das Ganze ist ein Tierpaket. Das heißt, der Fokus liegt hier auf den Tieren. Wir bekommen nämlich durch dieses DLC 8 neue Tiere und dazu ein paar neue passende Gehegegegenstände und auch so ein paar neue Bauteile. Falls ihr euch erinnert, das war ja beim Southeast Asia Animal Pack, da war es ähnlich. Da gab es dann auch 8 neue Tiere und dann so ein ganz paar neue Gehegespielzeuge, wie zum Beispiel bei diesem Sonnenbär. Da gab es diese coole Hängematte, wenn ihr euch erinnert, wo der sich dann so reingeschmissen hat. Und sowas in der Art wird das dann auch sein von den Bauteilen und Tieren her. Hier ist das zweite neue Tier schon direkt, nämlich der kalifornische Seelöwe, müsste es sein, eine Robbenart. Ich hoffe, ich liege da nicht falsch, ansonsten korrigiert mich gerne. Und das dritte neue Tier, das ist der kanadische Biber. Finde ich bis jetzt mit am coolsten, muss ich fast sagen. Er sieht sehr cool aus vom Fell und auch vom Model. Und hier vorne ist auch so ein Damm gebaut, so ein Staudamm. Ich glaube aber nicht, dass das vom Biber gebaut ist. Ich glaube, das wurde von einem Spieler ganz normal aufgebaut. Ich weiß dann gar nicht, wie das sein wird. Vielleicht werden die auch so Spielzeuge haben, dass die Bäume fällen oder so. Da bin ich echt gespannt. Weil in echt bauen ja Biber genau sowas. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Biber an Planet Zoo das dann selber machen werden. Das würde nicht gut funktionieren, glaube ich. Aber ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Bis jetzt mein Favorit von dem Animal Pack. Hier sehen wir auch eigentlich keine neuen Bauteile. Aber es ist auch, wie gesagt, ein DLC, was eher auf die Tiere fokussiert ist. 8 neue Tiere, da seht ihr es nochmal. Hier unten ist übrigens ein Elch versteckt. Diese Teile sind übrigens, glaube ich, neu, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe viele Infos übrigens von Rudi. Sein Video verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Weil der hat da immer ganz gute Insider-Infos, sage ich mal. Das ist immer sehr interessant. Allerdings sind seine Videos auf Englisch, falls ihr da vorbeischauen wollt. Das sind diese ostasiatischen Steine, die optisch sehr cool aussehen. Allerdings sind das so ein bisschen kleinere und dünnere Bauteile, die es so vorher noch nicht gab. Oh, was ist das denn jetzt? Hier ist aber jetzt ein Pixelfehler drin. War der jetzt weg? Was war das? Okay, das war ganz komisch gerade. Da seht ihr nochmal den Elch. Achso, wo ich gerade bei den Bauteilen war. Ich wurde gerade jetzt voll rausgeschmissen. Ich hoffe tatsächlich, dass diese kleineren Bauteile dann auch noch für andere Materialien verfügbar sein werden. Weil das ist eine Sache, die hat mich oft am Planet Zoo gestört, dass dann viele Bauteile einfach zu lang, zu groß und sowas sind. Dann kommt man viele Feinheiten, die man gerne hätte bauen wollen, nicht so bauen. Ja, wie man es halt bauen wollte. Komischer Satzbau. Aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Also viele Bauteile sind einfach zu lang, zu groß. Und dann wurden einem halt viele Sachen nicht möglich gemacht durch das Spiel. Elch sieht ganz cool aus, ist aber jetzt nicht so das krass interessanteste Tier, muss ich sagen. Habe ich auch schon durch Mods gesehen und der sah auch nicht schlecht aus. Da ist mein Favorit. Der ist cool, der Biber. Ist aber auch ein cooles Tier an sich. Sieht richtig nice aus. Aber geht dann wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung von dem Otter, von den Bewegungen und Animationen her. Kommt hier auch so von der Tierform ungefähr hin. Da haben wir das nächste Tier direkt. Das ist der Puma. Da sehen wir leider nicht das Gesicht, nur das Fell. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus, aber die Tiere sehen ja in den Animal Packs eigentlich immer richtig gut aus. Wo ich dann noch mehr gespannt bin, ist tatsächlich, wie die Animationen funktionieren werden. Weil bei dem letzten DLC haben mir die Animationen teilweise nicht so gut gefallen. Also die haben teilweise nicht gut funktioniert, sahen dann dementsprechend doof aus und ja, das hat dann schon irgendwie diese, ja, das ganze Feeling so genommen, dass es coole Tiere sind. Ich weiß nicht. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Also das nächste Tier direkt, das ist der, lasst mich nicht lügen, Mississippi-Alligator oder Hecht-Alligator. Ist jetzt auch nicht so spannend, ne? Wir haben ja schon das Leisten-Krokodil und den Ganges-Gavial. Da haben wir dann den kalifornischen Seelöwen nochmal genauer mit den Flossen hier hinten. Ist natürlich dann von den Animationen relativ ähnlich wie die Kegelrobbe. Ist auch eine Robbenart übrigens. Aber ein hübscher, oder? Sieht schon cool aus, muss man sagen. Sieht auch ganz gut aus, wie die hier alle so auf den Steinen sitzen. Hier ist, glaube ich, ein Baby sogar.
Die sind ja voll winzig, voll niedlich, hier auch. Auch cool. Und die verschiedenen Fellvarianten sieht man hier auch schon. Das Ganze kommt am 4. Oktober raus und beinhaltet 8 verschiedene Tiere und ein paar neue Bauteile. Ich gehe von einem Preis von insgesamt 10 € ungefähr aus. Kann auch ein bisschen höher oder niedriger sein. Müssen wir dann schauen. Die Tiere kann ich nochmal kurz für euch aufzählen. Da haben wir einmal den Elch. Dann haben wir den kalifornischen Seelöwen. Den kanadischen Biber. Den Puma. Den Mississippi-Alligator. Den Schwarzschwanz-Präriehund. Das ist tatsächlich auch kein Hund, das ist eher so ein Erdmännchen. Ich blende dann auch Bilder von den originalen Tieren ein, wenn es dann noch keine Screenshots oder kein Bildmaterial aus dem Spiel von gibt. Dann haben wir den arktischen Fuchs. Und zu guter Letzt den nordamerikanischen Ochsenfrosch. Ich persönlich muss sagen, alles in allem bin ich ein wenig enttäuscht von diesem Tierpaket. Da ist jetzt kein Tier bei, was mich wirklich flasht, kein Tier, was richtig neu ist. Sind halt irgendwo alles Tiere, die auf den gleichen Animationen beruhen, wie Tiere, die wir schon im Spiel haben. Zum Beispiel der Schwarzschwanz-Präriehund vom Erdmännchen oder natürlich der kalifornische Seelöwe von der Kegelrobbe, der Biber von dem Otter. Also das ist alles, geht alles so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich hätte mir viel lieber ein Aquaristik-DLC gewünscht, zum Beispiel, also mit Aquarien und Fischen und sowas, das wäre cool gewesen. Oder aber ein Vogel-DLC mit Vogelvoyeuren, Papageien, Toucans und was es da nicht alles gibt. Das wäre für mich persönlich viel, viel cooler und interessanter gewesen. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare schreiben. Aber Leute, das war noch nicht alles, denn es gibt auch noch ein kostenloses Update, welches gleichzeitig mit diesem Animal Pack am 4. Oktober dann erscheinen wird. Und das Update 1.7 werde ich einmal kurz mit euch überfliegen. Ich werde das jetzt nicht genau machen, falls ihr das genauer wissen wollt. Ich verlinke das Ganze für euch unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr selber nochmal ein bisschen nachlesen. Auf jeden Fall bekommen wir Mapping Tools. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Möglichkeit, Bilder einzufügen. Und diese Bilder werden dann, ja, als diese Sachen hier eingefügt. Ich kann euch das nochmal ein bisschen genauer zeigen. Moment. Man kann dann zum Beispiel so ein Bild ins Spiel einfügen und daraus entsteht dann das hier. Da gibt es dann auch eine Anleitung für, also da muss man dann wirklich auch ein bisschen mit einem Bildbearbeitungsprogramm umgehen können. Ich muss sagen, ist ganz cool, aber den richtigen Nutzen davon erkenne ich persönlich noch nicht. Ist eine ganz lustige Funktion, aber ich glaube, ich werde sie niemals nutzen. Dann haben wir als nächstes 3 neue Tiere, die das Tauchen lernen und dann auch mal ins tiefere Wasser abtauchen können. 3 Raubkatzen in diesem Fall, nämlich der Jaguar und die beiden Tigerarten. Die haben dann eine Mindesttiefe im Wasser von 2 bis 4 Metern. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Vorher war es ja immer, als das rausgekommen ist, mindestens 4 Meter. Das war mal ein bisschen nervig und krass, muss ich sagen. Und das hier ist tatsächlich für mich das Interessanteste, denn es werden diese, ja, Sitzmöglichkeiten eingefügt. Das sind so erhöhte Sitzbänke. Das sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Reihen. Hier sind dann auch passende Treppen, damit die da auch hochkommen. Und dann kann man damit auch wirklich Tribünen bauen oder solche Tiershows und sowas. Und die Besucher setzen sich dann auch vernünftig dahin. Ich hoffe tatsächlich, dass das dann hier auch von den Größen eine gute Variation gibt, also dass man hier die Reihenanzahl und sowas auswählen kann und auch hier ein bisschen das Material und die Farben und sowas anpassen kann. Wenn das jetzt immer genau so wäre von der Form, hätte man schon wieder relativ wenig Baumöglichkeiten, muss ich sagen. Dann haben wir noch neue Wegbarrieren. Die kann man auf Wegen platzieren und dann den Besuchern sagen, nein, du gehst hier nicht durch, sondern du gehst diesen Weg entlang. Da hat man dann so ein bisschen mehr Kontrolle darüber. Ja, wo die Besucher halt lang gehen und wo nicht und kann die so ein bisschen mehr durch seinen Park leiten. Und vor allem kann man damit auch ganz gut dann ja, Mitarbeiterbereiche und sowas abschirmen. Wie das Ganze funktioniert, keine Ahnung, ob das dann unsichtbare Barrieren sind oder sichtbare, weiß ich nicht. Steht hier, glaube ich, auch nicht drin. Ist ja auch egal. Der nächste Punkt ist auch wieder eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Denn es gibt jetzt eine Option, dass man diese Platzierung von Objekten randomisieren. Das ist das deutsche Wort, ja, so zufällig machen kann. Das heißt, da kann man dann eine Option anklicken,
die Rotation und sowas ist ein bisschen zufällig. Ist ganz cool, wenn man zum Beispiel einen Wald oder sowas bauen möchte, weil dann kann man immer mit einem Klick ganz viele Bäume platzieren und jeder Baum hat halt seine eigene Rotation direkt. Der ist immer unterschiedlich ausgerichtet und dadurch wirkt dann, wenn man so eine Naturlandschaft zum Beispiel baut, das Ganze viel natürlicher, weil jeder Baum gedreht ist, ohne dass man halt viel selber daran machen muss. Also ist sehr benutzerfreundlich, muss ich sagen, dieses Tool. Und zu guter Letzt gibt es noch ein paar Zoopedia-Changes. Habe ich mir ehrlich gesagt nicht durchgelesen, weil ich es nicht so interessant finde. Ja, könnt ihr gerne pausieren, selber machen oder den Artikel nochmal selber durchlesen. Ich muss schon sagen, alles in allem ist es ein sehr, sehr gutes, kostenloses Update. Und zusammen mit diesem neuen DLC ist das natürlich schon irgendwo interessant, aber ich bin jetzt nicht so geflasht und gehypt, wie es zum Beispiel bei den früheren DLCs wie das Aquatic Pack oder so war. Ich weiß nicht, bei mir ist glaube ich echt so ein bisschen die Luft bei Planet Zoo raus. Unten in der Videobeschreibung ist natürlich das Video zu Rudi verlinkt, weil ich von dem wirklich viele Infos für dieses Video genommen habe. Und auch dieser Artikel ist verlinkt. Falls es euch gut informiert hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.